Willkommen zurück zu Mini Mario and Friends Amiibo Challenge. Ich muss mal etwas ausprobieren. Wir wissen ja schon, dass wenn man die goldene oder silberne Mario Amiibo draufhaltet, sich der Mini Mario leider nicht verfärbt. Aber was ist mit den Wario-Yoshis? Gibt es vielleicht mit den Wario-Yoshi Amiibos einen anderen farbigen Mini-Yoshi? Leider nicht. Okay, ich habe jetzt den blauen Wario-Yoshi draufgehalten und ihr habt es gemerkt, ich habe ihn Roshi genannt. So wie den Mini-Yoshi in Let's Play Paper Mario 2. Ja, so habe ich meine Wario-Yoshi-Amiibo genannt. Ich weiß, es hat jetzt nichts gebracht, aber ich wollte das mal ausprobieren. Ich war mir eh ziemlich sicher, dass es nichts gibt. Aber ich wollte den Wario-Yoshi mal wieder rausholen. Der hat in der Vitrine schon richtig Staub angesetzt. Wow, das ist ein großer Level. Okay, wir müssen ihn zweimal schaffen. Einmal mit Peach. Wie soll denn da mit Peach? Ah ja, von der pinken Röhre aus, aber wie soll ich denn in die reinkommen? Wollen wir mal schauen. Gut, legen wir mal los. Mit Peach geht es erstmal steil bergauf. Gut. Wieder mit den Propellern und den Greifsternen. Okay. Interessant. So, und wieder zurück. Frage, wie komme ich rauf? Wie komme ich hier weg? Wie komme ich wirklich weg? Damit sicher nicht. Ah, mit dem Stern. Hab schon verstanden. Spuckt die eine Piranha-Pflanze da Feuer? Nein, die stellt einfach nur eine Art. Das war jetzt aber gemein. Okay. Gut. Großer Level. Tja, in dem Part wollte ich mich nebenbei merkt etwas darüber diskutieren, ob ich in Zukunft, ich habe ja im letzten Part schon darüber diskutieren wollen, hatte dann aber, ja, hab zu viel gekocht, hab mich zu sehr auf die Level konzentrieren müssen. Nämlich, was ich an Mario vs. Donkey Kong Kram noch alles let's playen will. Da gibt's ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es gibt ja natürlich noch viel, viel Mario vs. Donkey Kong. So, aber wir sollen nicht in die eine Röhre reinkommen, wenn ich fragen darf. Und wo komme ich jetzt raus? Da oben. Okay, da oben geht's aber schon zum Ziel. Da möchte ich ja eigentlich noch nicht hin. Okay. Geht's da rein? Nein. Der Level ist schwer. Ich kapiere ihn außerdem gar nicht richtig. Den hätte ich an. Wie soll ich denn da echt reinkommen in die Röhre? Moment. Rein theoretisch so. Jetzt bin ich da oben drüber. Obwohl, ja, stimmt. Peach, nicht da rein! Ich muss mich ja von hier runter... Ah, ich habe verstanden, ich hätte den Propeller da an. Ja, jetzt verstehe ich, wie das gegangen wäre. Jetzt verstehe ich es. Ein bisschen zu spät, ich weiß. Ja, also fürs Erste, nach Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars, brauche ich ganz klar eine Pause von Mario vs. Donkey Kong, denn, ja. So, denn, ja. Die beiden waren richtig schwer. Na gut, also, das hier... Da waren ja die Welten schon sehr unterhaltsam, kann man sagen, in dem Spiel hier. Ich rede jetzt von Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars, denn... Moment, so... Und dann fliegt Peach ja rein, theoretisch genau rein. Genau. Und dann haben wir schon mal die erste Amiibo-Karte. Mann, das war mal wieder sehr knapp. Okay. Und raus aus der Blase, genau, hervorragend. Peachy Lime, musst nicht traurig sein. Bist eh nur ein blödes Stachelschwein. Aber meine Frage wäre damit nicht geklärt. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich glaube, ich weiß es jetzt. Nämlich hier, oder? Genau. Oder auch nicht. Obwohl, doch. Ja, hier. Gut. Blaue Röhre. Solche Röhren habe ich auch noch nie in Mario vs. Donkey Kong gesehen. Der Level ist aber gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Gut, ja. Der ist gut. Frage, wie soll ich da jetzt wieder rauskommen? Sitzt da ja fest. Hätte ich ja ganz einfach schaffen können, indem ich den vorher angetippt hätte. Naja, Dummheit wird bestraft. So, ranziehen. Gut. Und entlang. Und, hüps. Lassen wir uns mal runterfallen. Gut. Ich sollte vielleicht doch... Moment mal, wo komme ich denn jetzt raus? Da oben. Die Röhre hat eine interessante Farbe, kann man sagen. Oh Mann. Moment, so. Dann springt Peach so rauf und die Bowser-Karte... Wie soll denn an die Bowser-Karte rankommen? Wirklich, wie soll denn das gehen? Da fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Okay.
Moment. Hüps. Und hüps. Anziehen, in die andere Richtung schauen, Peach. Naja, aber wie bereits sagt, das einzige Mario vs. Donkey Kong, was für mich jetzt eigentlich noch als Let's Play in Frage kommen würde, wäre das erste Mario vs. Donkey Kong 1. Ihr wisst schon, das erste da. Und gleich wieder rein, Peach. Denn los, rein da. So, und jetzt nach rechts. So, und... Oh, das wird knapp. Moment. So. Oh, Tipps! Gut, 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 gut. Und jetzt wieder zurück. Nein. Moment. Jetzt bin ich ja auch... Oh, hab schon verstanden, hab schon verstanden. Hier den anvisieren und dann hinunter ins Ziel. Oh, ein eher sehr großer und langer Level, aber interessant, muss man sagen. Interessant. Wow, Mann. Ja, und das erste Mario vs. Donkey Kong wäre eigentlich noch das einzige, was jetzt als Display noch in Frage kommen würde. Denn ich habe irgendwie von den Mini-Marios genug. Sag mal, sieht man das so in der Aufnahme? Mir kommt so vor, mein Fernseher ist heute so dunkel. Oder sehe ich einfach nur schlecht? Aber auf dem Gamepad ist alles schön hell. Kommt mir das etwa nur so vor, oder? Okay, Moment, ich muss kurz meine Pause Amiibo holen. Die habe ich jetzt vergessen vorzubereiten. So, da bin ich wieder mit dem König der Koopas. Also ein Glück, dass die Vitrine hier gleich daneben steht. Ja, hier im Burgenland. Ich nehme ja auch einige Parts in Wien auf. Da muss ich dann alle Amiibos nach Wien mitnehmen. Und da habe ich keine Vitrine. Da lege ich sie natürlich gleich alle auf den Aufnahmetisch zur Verfügung. Gut, jetzt eine Frage. Wie soll ich da oben echt hinkommen? Okay. Ich würde vorschlagen, wir testen es mal aus. Erstaunlich, dass diese Sterne Bowser überhaupt schleppen können. Den König der Koopas, der ja gut wiegt, kann man sagen. Aber nicht, weil er etwa zu viel gegessen hat. Nein, Bowser ist kräftig, kräftig. Ja, wie der Panzer jetzt gerade wegfliegt, das ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Okay. Bowser stampft also auch immer, wenn wir von diesen Greifsternen uns, runterlassen. Das ist interessant. Vielleicht kann es damit klappen. Okay. Gut, Bowser. Dann legen wir mal los. Mit Todd könnten wir ja rein theoretisch auch da unten uns durchquetschen. Gut, gut, gut. Moment mal. Wo? Obwohl, ja. Ich weiß ja, wie wir weiterkommen. Okay. Die Traktoren im Hintergrund schon wieder. Entschuldige. Bowser stampft sich ja hier ganz einfach durch. Trampolin. Naja, und wie bereits sagt, jetzt habe ich irgendwie ganz ehrlich gesagt genug von Mario vs. Donkey Kong. Das hier war jetzt nochmal ein richtig schönes Let's Play, aber jetzt ist genug. Jetzt Let's Play ich lange nicht mehr Mario vs. Donkey Kong. Ich habe einfach genug von diesem Schwierigkeitsgrad. Das ist ja noch schwerer als Super Mario Bros. The Lost Levels. Oh Mann, das ist echt zu viel. Zu viel fürs gute alte Herz. Naja, wollen wir nicht übertreiben, aber Mario vs. Donkey Kong ist schon eine Meisteraufgabe, wenn man so ein Let's Play anpacken will. Das ist echt eine Meisteraufgabe, vor allem auch zu 100%. Ich werde auch garantiert nicht 100% machen, wenn ich irgendwann mal Mario vs. Donkey Kong wieder Let's Playen werde, denn das ist einfach zu hart. Okay. Wir könnten ja jetzt rein theoretisch, das wollte ich eigentlich nicht. Moment. Oh, Tipps! Moment. Wie soll ich die aus dem Weg räumen? So, genau, so stampft er durch und halt, vielleicht hätte ich so schaffen können. So, Bowser, gib Stoff. Nein! Okay, ich brauche den scheinbar. Okay. Der Verkehr heute nervt. Jetzt, oh Gott, Bowser stampft echt überall. Moment mal. Wir können uns rein theoretisch genau da hinaufpusten. Aber wie? So, oder? Ja, genau, so ist der. Genau, jetzt sind die Blöcke weg und so komme ich rauf. Hab schon verstanden. Innovativ. Wirklich innovativ, kann man sagen. Okay. Und hüps. Genau. Goldpokal habe ich nebenbei merkt schon wieder nicht bekommen. Naja, wen wundert's. Die Level hier sind ja auch teilweise knallhart. Gut. Aber so schwer ist der Level jetzt eigentlich nicht, muss man sagen. So. Mensch, Bowser stampft echt überall. Oh, Tipps!
ja. Moment, obwohl ja, stimmt. Kein Grund zur Sorge und mit Bowser ins Ziel. Ja. Aber Mario vs. Donkey Kong, ich sag ganz ehrlich, es war ein Fehler in Tipping Stars zu versuchen, die 100% zu machen, denn das war echt viel zu schwer. Ich habe es letztendlich niemals geschafft, ich habe die letzten beiden Level dann gar nicht mehr versucht zu schaffen. Das ist einfach, auch, da gibt es ja meist nur, oh Gott, ich will gar nicht drüber diskutieren, das war einfach nur noch schwer und hat keinen Spaß mehr gemacht. Diese letzten Level in Tipping Stars. Der letzte wäre leicht gewesen, das weiß ich, aber der andere. Okay, Peach, schon wieder Peach und Rosalina. Rosalina habe ich mir auch nicht parat gelegt, das ist ja ganz große Klasse. Wie viele Level fehlen jetzt noch? Rein theoretisch 4. Ob die letzten 11%, die noch fehlen, auffüllen werden? Wollen wir's hoffen. Oh, Loren und diese Fließbänder. Das kann ja was werden. Okay, warten wir mal da oben vorbei. So, und hinauf mit dir, Peach. Peachylein, Stachelschwein. Okay, Moment. Da oben müssen wir mit Peach hin, aber wie? Was mache ich jetzt da unten, wenn ich fragen darf? Oh, nein. Zuerst holen wir uns die Karte. Karten. So. Also, wie kommen wir da oben am besten ran? Ja, wie kommen wir da oben am besten ran? Eine gute Frage. Mein Gott, was sind denn heute für lauter LKWs draußen? Okay. So vielleicht? Ich muss ja da ganz offensichtlich... Ja, so. Und gib Stoff, Peach. Gut, dann komme ich ja hier hin und jetzt rauf. It's so good. Ja, so. Dann knallt sie nämlich dagegen. Und dann kann ich mit Peach da separat hingehen. Aber Moment, Moment. Halt. Obwohl, Moment. Stimmt. Das war auch falsch. Nochmal von vorn. Okay, Moment. So. Genau. Gut, naja, und ja, Mario vs. Donkey Kong 2 oder auch das andere für DS, dessen Namen mir irgendwie überhaupt nicht mehr einfallen will, die sind auch allesamt so schwer und ich glaube nicht, dass ich Mario vs. Donkey Kong jemals wieder Let's Playen werde. Es ist mir ganz einfach zu viel. Ich sag's frei heraus. Es ist mir zu viel, diese Let's Plays. Die sind mir einfach echt zu viel. So. Genau. So müsste es gehen. So müsste es gehen. Und Heps, genau so. Komm mal an die Peach-exklusive Karte heran. Gut, wie geht's jetzt weiter? Das muss mal nach unten durch. Das Wichtigste haben wir erstmal. Das ist sehr gut. Sehr gut. Mit Rosalina kommen wir da rauf. Das ist auch mal schön zu sehen. Moment, das müsste doch gehen. Den geht mir ja. Okay. In dem Level gibt es aber eher viele von denen. Okay, wo ist denn eigentlich das Ziel nebenbei erwähnt? So, gut. Soll ich jetzt wieder raufrennen? Und schon bin ich wieder ganz oben. So schnell kann es gehen. Mit der Karriereleiter. Nein, Spaß. Gut. Aber, ja. Und ich glaube, zieh mal einen Schlussstrich. Ich habe einfach keine Lust mehr auf Mario vs. Donkey Kong Let's Plays. Und darum... Oh, ich glaube so, dann falle ich in die nächste Lore rein und kann damit mich ins Ziel spurten. Aber, ja, so. So läuft Peach dann unten rein. Die Münzen habe ich zwar nicht geschafft, aber lassen wir das jetzt mal so stehen. Peach, falsche Richtung. Oh Mann, oder sollen wir es doch noch probieren, da ranzukommen? Naja. Moment, wie soll ich denn da hinkommen? An diese paar Münzen da. Oh Mann, jetzt hat mich blöderweise der Ehrgeiz gepackt. So, jetzt aber. Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Mein Gott. Immer die Bonus-Level in den Mario vs. Donkey Kong spielen. Oh Mann, los Peach, los! So,
So, Peach, gib Stoff. Jetzt möchte ich den Level aber zu Ende spielen. So, und jetzt aber. So, genau, Peach und ins Ziel. Und sie schwimmt doch noch, oh Gott. Kann man das... Hey, wäre schon irgendwie besser gewesen, hätte man einprogrammieren können, dass man das selber steuern kann, wann es ihre Schwebefähigkeit macht und wann nicht. Aber anders als bei den anderen Minis hätte man das ja auch machen müssen und das wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu mühsam gewesen. Ich meine, man hat das Spiel auch auf zwei Konsolen komprimieren müssen. Also das Spiel richtig programmieren, sodass es auf zwei Konsolen perfekt funktioniert. Also es ist ja auch für 3DS erschienen, das muss man ja auch dazu sagen. Okay, das mit den 100% sieht aber gut aus. Ich hole mal nochmal kurz Rosalina. Und da haben wir sie, die galaktische Schönheit. So. Aber das wird auch wieder ein bisschen fies, da den richtigen Winkel hinzukriegen und mit Rosalina. Ja, das Let's Play neigt sich dem Ende zu. Ich glaube, das hier ist Part 13. Oh nein, 13, die Unglückszahl. Es gab ja schon dieses Phänomen bei Let's Play New Super Mario Bros. Wii, dass ich da ja wirklich Pech hatte, falls ihr euch erinnern könnt. Oh ja, wie kommen wir da hin? Ich vermute mal so. Oder? Obwohl, nein, halt! Nein, das wollte ich nicht. Wie komme ich da zu Fuß hin? Okay, so war es nicht vorgesehen. Ja, bei New Super Mario Bros. Wii war ja da wirklich dieses Phänomen, kann man sagen, dass die Qualität in dem Part echt schlechter war. Okay. So, vielleicht so. Aber anders, das kann ja auch nicht funktionieren. Oder? Und andere Richtung, andere Richtung. Moment, so, dann habe ich wieder Teile. Genau, aber dann renne ich ja rein theoretisch da oben hin. So, genau. Und so komme ich dann da an diese eine Stelle hin. Oder auch nicht. Ja, so aber. So aber. Meine Güte. Knifflig, knifflig, knifflig. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. So, jetzt noch das machen und dann hätten wir es. So, genau. Sehr schön. Die paar Münzen da, ha, den Goldpokal überall hinzukriegen. Ich tue mir das nicht wie in Tipping Stars an, das überall zu schaffen. Das ist ein Konzept, wenn ich die 100% habe, nicht vollkriege, was ich irgendwie nicht glaube, dann ist mir das ganz ehrlich gesagt egal, denn ich mach das nicht ein Level lange mehr mit diesem Zeitstress und so. Okay, gut. Ein Level packen wir noch in dem Part, oder? Einen schaffen wir noch. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben... Oh, ein Glück, dass ich Roshi parat gelegt habe. Ja, Roshi. Da habe ich auch meine Volyoshi-Amiibo genannt. Also die hellblaue. Die anderen beiden habe ich ja auf Basic Andreas und Kea Kittens registriert. Okay. Gut, ja, und Roshi ist also... Ja, R ist mein Lieblingsbuchstabe, weil mein echter Name auch so anfängt. Kirby RKR. Ja, und ja, Roshi, der Name kam mir irgendwie... Fiel mir irgendwie ein, als ich Paper Mario 2, die Legende vom Eontor, das erste Mal durchgezockt habe. Oh Mann, da unten ist er so zu. Okay. Also, Yoshi. Gib Stoff. Was machen wir mit Yoshi am besten? Wollen wir mal überlegen. Als erstes mal Stoff geben. Der Reim war jetzt gut, oder? Wollen wir mal überlegen. Erstmal Stoff geben. Nicht gut? Mir doch egal. Ich fand's witzig. Also lacht gefälligst. Okay, was machen wir denn da am besten? Wir könnten die blauen Dinger wieder einkoppeln. Also machen wir das gleich mal. Okay. Ja, hol mal die Münzen da erstmal. Jetzt geht er ja da rein. Wo komme ich raus? Ach, da komme ich raus. Moment mal. Das ist eh gut, denn dann laufe ich ja eh so in die Münzen rein. Gut. Dann laufe ich jetzt irgendwie da hoch. Was ist denn hier los? Okay, und hoch geht's mit dem Dino. Und wieder steil bergab. Da muss ich mich mit Todd durchquetschen. Hab schon verstanden.
Und jetzt schalten wir das auf einmal wieder aus, die roten die Dingsblöcke. Naja. Obwohl, das war ja keine gute Idee. Jetzt laufe ich ja nach links. Yoshi! Nein! Das war ja keine gute Idee. Oh Mann, ich hasse solche großen Level. Oh Mann. Ja. Also ist leider auch mal wieder dieses Spiel auf den guten alten Schwierigkeitsgrad von Tipping Stars zurückgekehrt. Moment mal, wie soll ich denn an die rankommen da, an die paar Münzen? Okay, was machen wir hier am besten? Vielleicht mal so? Erstmal die paar Münzen einkassieren. Dann hoch, aus. Aus für Yoshi. Brav, sitz. Es gibt ja diesen furchtbar schlechten Super Mario Bros. Film, wo ja ein echter Yoshi nachgestellt wurde, falls ihr das wisst. Ja, und Yoshi sah da ja voll... Der sah nicht aus wie Yoshi. Der sah aus wie ein Velociraptor aus Jurassic Park. Ja, der Film, der war sehr schlecht. Also es gibt ja, ihr wisst ja, wenig Spiele, wo ich sage, das ist ein schlechtes Spiel, aber... Und schlechte Filme gibt es irgendwie noch weniger Beispiele. Aber ich habe ihn nie gesehen, muss man sagen. Aber ich will auch gar nicht. Bowser als Mensch, das kann ja nur schlecht werden. Okay, gut. Wie geht's weiter? Wir müssen einen gelben Schalter bestmöglichst finden. Aber wo? Aber wo? Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt ehrlich gesagt keine Antwort habe. Frage ist auch, wie komme ich hier wieder raus? Sag bloß, ich sitze jetzt in der Sackgasse. Obwohl, ja, stimmt. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich aus Versehen irgendwie da diesen Control-Knopf hier mit EPG-Power-Eingang und so einer Zahlenkombination. Auf Control-TV bin ich hier gedrückt aus Versehen. Gut. Dann, ja. Dann wollen wir mal schauen. Wie geht's weiter? Alter. Ich weiß ja, wie es weitergeht. Ist ja ganz einfach, so. Falscher Knopf. Jetzt habe ich das! Oh mein Gott. So, jetzt aber. Und wieder rauf. Ja, Yoshi hat ja irgendwie auch nichts mit der Mario vs. Donkey Kong Reihe zu tun. So. Jetzt hier entlang. Was haben wir hier Schönes? Da oben muss Yoshi hin. Wie? Gute Frage. so vermute ich mal. Der hat jetzt zinkwert so eine Piranha-Pflanze aufgegessen. Das ist ja unglaublich. Yoshi verfügt wahrlich über unglaubliche Fähigkeiten. Wo ist denn jetzt der gelbe Schalter, wenn ich fragen darf? Der gelbe Schalterpalast. Ach, die Zeiten von Super Mario World. Super Mario World. Und wie komme ich jetzt wieder hier weg? Ach, da links ist er ja. Das macht die ganze Sache wesentlich einfacher. So. Gut. Gelber Schalter. Und weiter geht's. Gut. Geht's schon zum Ziel? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Obwohl, doch. Es geht zum Ziel. Na bitte! Das war mal ein Level, der Köpfchen gefordert hat, aber trotzdem nicht so schwer war. Den mag ich. Ja. Gut, wir müssen ihn nochmal mit Todd schaffen, aber das dürfte keine zu große Aufgabe darstellen. Aber nicht mehr in dem Part, im nächsten Part. Also ich habe echt nicht gedacht, dass die Sternwelt jetzt noch so lang wird. Ich habe ja in dem einen Infovideo geschätzt, dass es 12 Parts lang wird, das Let's Play. Dabei vermute ich, es wird jetzt 14, 15 Parts lang werden. Aber ich möchte nicht schätzen. 2 Level gibt noch, vielleicht ist der nächste der letzte. Kann man nicht wissen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.